Stefan, schön dich zu sehen und ausgezeichnet, dass wir sprechen können. Kennengelernt haben wir uns vor 12 Jahren rund um das Thema damals bereits Innovation und Zukunft. Du bist bei diesen Themen geblieben und bist heute Mitglied der Geschäftsleitung des Zukunftsinstituts. Sag uns doch mal, was macht das Zukunftsinstitut? Ja, 12 Jahre ist eine lange Zeit. Das Thema Innovation prägt mein Leben. Ich darf viele Unternehmen dabei unterstützen. Im Zukunftsinstitut beschäftigen wir uns mit Megatrends. Megatrends sind sehr langwellige Veränderungen, komplexe Veränderungsdynamiken in Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich darf Unternehmen bei der Übersetzung dafür helfen, was bedeutet es in ihrem Kontext und für deren Zukunftsfragen. Jetzt würde ich mir erlauben zu sagen, Zukunft hat sich verändert in den letzten Monaten. Wir haben es auch hier in der Veranstaltung angesprochen. Die Gegenwart ist schrecklich geworden, insbesondere für die Menschen in der Ukraine. Aber auch insgesamt hat die Zukunft eine andere Qualität bekommen. Es ist gegenwärtiger. Was ist eure Perspektive auf Zukunft? Hat die sich geändert? Also ja, natürlich, wir nehmen die Realität wahr. Ja, die Pandemie auf der einen Seite, die nächste Katastrophe, wir sprechen von sogenannten Stapelkrisen, die wir auch haben. Also die Welt steht Kopf und wir haben wirklich eine Zeitenwende auch. Zukunft hat aber in allererster Linie ja auch damit zu tun, wie wir Zukunft sehen, also die Imagination, unsere Vorstellungskraft. Und von daher, wenn wir jetzt positiv auf Krisen schauen, können wir natürlich in dieser Zeitenwende selbst entscheiden oder zum großen Teil selbst entscheiden, wie unsere Zukunft aussehen soll. Also was können wir uns vorstellen, was wollen wir uns auch vorstellen und was wollen wir in Zukunft gestalten? Und das fängt im Hier und Jetzt an. Das ist eine sehr positive Perspektive. Wir haben es jetzt als Great Place to Work und auch hier dann im Rahmen der Veranstaltung mit Unternehmen und Organisationen zu tun, die einen besonderen Weg gehen, um erfolgreich zu sein in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Denn es ist Erfolg durch Vertrauenskultur, starkes Vertrauen im Verhältnis, in der Beziehung zu den Beschäftigten. Welche Bedeutung hat das aus eurer Sicht? Was wir Menschen suchen und brauchen in unserem Leben ist Orientierung. Und in Krisen noch viel, viel mehr. Und was uns Orientierung gibt, sind sogenannte Identitätsräume. Und Identitätsräume, also da wird sich die Frage aller Fragen gestellt, wer bin ich oder wer möchte ich sein? Und Identitätsräume sind geprägt durch Werte. Und Vertrauen ist sicherlich einer der wichtigsten Werte in der Interaktion und in Beziehungen. Von daher ist die Stärkung von Identitäten, die Stärkung von Werten, also vom Ich zum Wir, und jetzt kann man sagen vom Individuum in einem System, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, aber natürlich genauso in Gesellschaft, in Wirtschaft, in Politik, eines der wichtigsten Dinge. Und deswegen finde ich es unglaublich spannend, dass die Menschen, die jetzt auch hier sind, sehr wertegetrieben und orientiert ja auch agieren. Also von daher, lasst uns das gemeinsam noch viel, viel mehr stärken, als wir es heute schon tun. Die Grundlagen und die Bereitschaft sind da, das kann ich sagen. Und wir freuen uns jetzt auf deinen Beitrag, Stefan. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle und positive Veranstaltung, gemeinsam Zukunft zu gestalten. Danke. Herzlich willkommen, liebe beste Arbeitgeber, liebe Great Place to Work Community. Ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen für das, was Sie erreicht haben, für das, was Sie in der Vergangenheit erreicht haben. Denn Vergangenheit ist nicht Zukunft. Also Zukunft ist nicht die Fortsetzung linear aus der Vergangenheit heraus. Und Tradition ist auch kein Geschäftsmodell. Sie haben ein unglaublich gutes Fundament. Dafür werden Sie heute hier ausgezeichnet. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema, wie wir in die Zukunft sehen, wie wir darin arbeiten. Mein Name ist Stefan Grabmeier. Ich bin Zukunftsdesigner, unter anderem mit dem Zukunftsinstitut, aber mit einer globalen Forscher-Community, Zukunftsforscher-Community, mache ich mir sehr viele Gedanken, was passiert in Zukunft und wie übersetzen wir das für uns und unsere Entscheidungen, die wir treffen müssen. Ich habe Ihnen heute drei Themen mitgebracht, drei Ideen und Anregungen, die ich gerne mit einbringen möchte.
Das erste ist das Arbeiten und die Macht der Megatrends. Und Megatrends, das ist etwas, was wir am Zukunftsinstitut machen. Vielleicht kennen Sie die Megatrend Map. Wir beobachten 12 Megatrends, 144 Subtrends. Und die Megatrends beschreiben die Veränderungsdynamiken in Wirtschaft und Gesellschaft. Megatrends sind da, die kommen nicht auf uns zu. Wir beobachten die über einen Zeitraum von 30 bis 50 Jahren, also sehr lange Halbwertszeit. Megatrends sind ubiquitär, das heißt, die finden in allen Lebensbereichen statt. Also man kann sich nicht nur einfach einen Trend nehmen und sagen, oh, wir schauen mal auf New Worker und der hat keine Verbindungen. Im Gegenteil, die sind unglaublich verwoben und verflechtet, ja? Also sehr systemische Zusammenhänge. Das dritte ist die Globalität, also sie treten überall auf der Welt auf. Und das vierte ist die Komplexität, also die Vielschichtigkeit. Denn ein Trend steht nie alleine, der hat den meisten Gegentrend. Da entsteht entweder eine Regression, also der fällt weg, oder eine Rekursion. Es entsteht etwas Neues, eine neue Synthese. Also sich mit Trends und Megatrends zu beschäftigen, ist nicht nur unglaublich toll, ja, Sie merken das vielleicht, sondern das ist unglaublich wichtig, nämlich für Ihre Entscheidungen. Weil was ich in meinem Alltag tue, ist, ich helfe Organisationen in der Übersetzung. Für Strategien, für Visionen, für Zukunftsbilder, für neue Geschäftsmodelle. Also immer dann, wenn man Zukunftsfragen hat und dahingehend Entscheidungen treffen muss. Und die meisten Unternehmen stellen sich zu wenig Fragen. Die meisten versuchen sofort Antworten zu finden und sagen, ah, Zukunft ist, keine Ahnung, Technologie ist Blockchain, ist Quantencomputing, ist dieses oder jenes. Nein, die Frage dahinter ist das Entscheidende. Denn erst wenn ich diese Frage für mich erfasst habe, dann kann ich in einen Erkenntnisraum gehen und dann werden die Entscheidungen dazu auch besser. Und welche Frage haben Sie sich eigentlich gestellt, wenn Great Place to Work die Antwort ist? Lassen Sie sich das mal durch den Kopf gehen und ich komme zum Schluss da nochmal drauf zurück. Das zweite Thema, was ich gerne einbringen möchte, ist das Framing. Das Framing kennen wir aus ganz verschiedenen Dingen. Ein Framing heißt Modelle schaffen und Modelle helfen uns immer, komplexe Zusammenhänge etwas besser zu verstehen. VUCA ist ein Framing, ein Akronym, das es schon sehr, sehr lange gibt, über 25 Jahre. Und VUCA ist so zu Zeiten des Kalten Krieges entstanden. Und deswegen bringe ich dieses Beispiel auch heute mit ein. An Militärakademien, das kam so in den 2000er Jahren, einmal so in den ganzen Management-Sprech und vor allem in den Beratersprech hinein. Aber VUCA bildet die Welt, wie wir sie heute haben und sehen, leider nicht mehr in der Form ab. So vor rund 2,5, 3 Jahren habe ich ein Modell aus einer internationalen Zukunftsforscher-Community mal in den deutschen Raum mitgebracht. Das nennt sich BANI. Und BANI ist auch ein Akronym. Das steht für B, das B für brittle, das A für anxious, das N für nonlinear und das I für incomprehensible. Und ich gehe ein bisschen drauf ein. B, die Brüchigkeit. Das haben wir gesehen in vor allem in Corona-Zeiten, sehen wir aber auch jetzt in den Krisenzeiten. Wir sind ja in der Zeit von sogenannten Stapelkrisen. Und die Brüchigkeit von Systemen, also immer dann, vielleicht erinnern Sie sich an das Bild, es steht ein großes Containerschiff im Suezkanal. Welche Auswirkungen hat das auf die Weltwirtschaft? Es sind Häfen in Asien oder in China, die brachliegen durch Corona. Was hat das für Auswirkungen? Wenn wir auf Monopolstrukturen schauen, auf Agrarwirtschaft, auf Energiewirtschaft, auf Pharmawirtschaft und, wo sehr, sehr konzentriert Monopole geschaffen wurden. Was ist, wenn dort Teile, kleine Kettenstücke aus der Supply Chain rausfallen? Was hat das alles für Auswirkungen? Also die Brüchigkeit der Systeme ist etwas, was wir ganz anders bewerten. Bewerten oder damit umgehen können wir, indem wir unsere Belastbarkeit verändern, stärken. Resilienz ist hier eine Antwort darauf, Resilienz von uns als Individuen, aber Resilienz auch, was wir als Systeme schaffen. Also wie schaffen Sie resiliente Systeme in Ihrer Organisation, in Ihren Teams, in Ihren Geschäftsmodellen? Das ist die Frage, die Sie sich oder mit der Sie sich da beschäftigen sollten. Das A, Anxious, also die Ängstlichkeit. Ich habe kaum eine Phase gesehen, wo Menschen so über ihre Ängste gesprochen haben, ob Corona, ob Krieg. Und es ist leider so, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Nur macht uns Angst, hemmt uns Angst oder ist es ein Treiber, um aufmerksam zu sein und neue Energien zu schaffen? Und die Ängstlichkeit, wie können wir ihr begegnen? Durch Empathie, durch Achtsamkeit, durch Wertschätzung, durch Liebe. Also wir müssen auch lernen, neue Eigenschaften, neue Kompetenzen wieder zu entwickeln, um damit umzugehen. Die Nonlinearität, das
oder damit umzugehen, hat etwas mit Kontexten zu tun. Wir sprechen bei sogenannten Future Skills von der sogenannten Contextability. Also wie erkennen wir und wie bewerten wir Kontexte? Und das schaffen wir durch systemisches Denken. Die einfachen Ursache-Wirkungsprinzipien, die wir kennen in komplizierten Systemen, die helfen uns hier nicht weiter, weil die Dynamiken, ja, die Koppelungen, die positiven, negativen Rückkoppelungen, die Veränderungsdynamiken einfach zu groß sind. Also lassen Sie uns lernen, systemischer zu denken, Kontexte besser zu verstehen, zu analysieren und daraufhin unsere Adaptivität, also die Anpassungsfähigkeit zu schärfen. Und das vierte, das Unverständnis, incomprehensible. Wir können uns viele Dinge noch nicht vorstellen. Und das, was dort passiert ist, haben wir uns oft alles nicht vorstellen können. Wir schaffen das durch eine bessere Transparenz. Also wie kommunizieren Sie, wie wir kommunizieren, wie offen sind wir? Und wie setzen wir unsere Intuition ein? Denn wir sind geprägt auf der einen Seite durch Expertenwissen und auf der anderen Seite durch Erfahrungswissen. Und Erfahrungswissen ist die Intuition. Also lassen Sie uns intuitiver auch mit Entscheidungen treffen. Von daher ist Barney ein Modell, wo ich glaube und wo viele Menschen mittlerweile glauben, dass es die Welt besser beschreibt. Beschäftigen Sie sich mal damit. Ich freue mich über Ihre Anregungen, die Sie dazu haben. Und der dritte Aspekt, den ich noch mit einbringen möchte, ist, wie designen wir denn unsere Zukunft? Und wir kommen im Design von dem sogenannten Human-Centered Design. Das prägt sich aus auf Kunden, die Customer Experience. Das prägt sich aus seit ein paar Jahren auf die Employee Experience. Gartner spricht von der sogenannten Total Experience, also es überschlägt sich in Experience. Das ist richtig und wichtig und gut. Und auch das Thema des Wertebasierten ist den Human-Centered Design-Ansatz. Aber die Frage ist, wo ist unsere nächste Entwicklungsstufe? Welche Transition gehen wir? Und im Rahmen des enkelfähigen Wirtschaftens, der Neoökologie, des Klimawandels, und das ist das wichtigste Thema, was wir lösen müssen, brauchen wir den sogenannten Planet-Centric Design Ansatz. Also immer im größeren System zu denken. Was haben wir, was lernen wir vom Planet Natur? Und der Planet und unsere Umwelt hat 3,8 Milliarden Jahre Forschung und Entwicklung. Also viel, viele Milliarden Jahre Vorsprung von dem, was wir als Menschen haben. Also wie demütig sind wir und beobachten das System und wie lernen wir aus der Natur für unsere Prozesse, für unsere Stoffe, Rohstoffe, Materialien, für unsere Kompetenzen, für unser Organisationsdesign. Und das ist etwas, wo es in Zukunft hingehen wird. Und enden möchte ich mit einer Frage. Und ich hatte ganz am Anfang mal die Frage gestellt, wenn Great Place to Work die Antwort ist, was ist dann eigentlich die Frage? Und meine Frage im Systemarbeit ist, wie müssen wir Arbeit im Sinne des Planet-Centric Design organisieren, damit jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin sein oder ihr bestes Potenzial ausschöpfen kann. Ich hoffe, Sie können mit der Frage was anfangen, nehmen die mit und ich bin gespannt, welche Fragen Sie sich stellen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine fantastische Veranstaltung. Genießen Sie das, was Sie erreicht haben in der Vergangenheit und schauen Sie optimistisch in die Zukunft. Alles Gute, Ihr Stefan Grabmeier.